Liebe Kinder, mein Name ist Katharina, ich bin Redakteurin beim Trierischen Volksfreund und ich habe heute Besuch von meinem kleinen Kollegen Lucky. Wir sind hier in meinem Garten, diesmal nicht, weil Lucky sich Schneeglöckchen angucken will, sondern weil meine Ente Hilde brütet. Die sitzt schon seit über 2 Wochen auf 15 Eiern und das will sich Lucky mal richtig von nahem angucken. Komm Lucky, das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann zeigt Katharina Lucky den Stall, wo ihre Ente Hilde brütet. Das ist Hilde. Schon seit 2 Wochen sitzt die fleißige Laufente auf ihren Eiern und brütet. Und sie bleibt sogar tapfer sitzen, als sich auch Katharinas neugierige Katze Mia in den Stall schleicht. Die beiden Erpel Hans und Henry sind derweil alleine draußen. Doch schon kurz darauf kann Lucky alle 3 Enten beobachten. Morgens lässt Hilde ihr Nest nämlich immer für kurze Zeit alleine, um zu futtern und um zu baden. Und dann bekommt Lucky mal wieder Besuch von der frechen Katze, die ihn schon beim letzten Mal ins Ohr gebissen und von der Mauer geschubst hatte. Aber macht nichts, weil den Enten zuzusehen macht Spaß. Laufenten sind nämlich sehr lebhaft. Morgens wird erst einmal gründlich gebadet und das Gefieder geputzt. Damit verbringen sie sehr viel Zeit. Fressen muss natürlich auch sein. Am liebsten mögen Laufenten Schnecken und kleine Insekten. Doch zwischendurch nehmen sie auch gerne Körnerfutter. Oft scheinen die Enten um ihre Badewanne herum miteinander zu balzen. Und noch öfter gibt es irgendetwas, das wildes Gerenne und ein großes Geschnatter auslöst. Während die Enten draußen schnattern, ist der Stall leer. Eine gute Gelegenheit, sich die Eier mal von nahem anzusehen. Es sind 15 Stück. Sie sind ein bisschen größer als Hühnereier und haben eine dickere Schale. Insgesamt dauert es etwa 30 Tage, bis die Küken schlüpfen. Doch in der Zeit kann viel geschehen. Liebe Kinder, auch wenn das hier in meinem Garten alles ganz friedlich aussieht, ganz so ist es nicht, weil auf die Enten lauern hier einige Gefahren. Und besonders auf die Küken, wenn sie denn mal da sind. Weil da hinten, hinter dem Busch, ist ein Holzstapel und unter dem Holzstapel lebt eine ganze Familie Füchse. Eine Mutterfuchs mit mindestens 4 Jungen. Gucken wir mal, ob wir die vielleicht auch vor die Kamera kriegen. Und tatsächlich, es hat geklappt. In der Dämmerung kommt Mutter Fuchs zum Holzstapel zurück. Da ist sie. Immer wieder schaut sie vorsichtig, ob die Luft rein ist. Dann steht sie irgendwann vor dem Holzstapel und ruft, für Menschenohren unhörbar, ihre Jungen. Und dann kommen 4 Fuchswelpen unter dem Stapel hervor. Die Mutter gibt ihnen etwas zu fressen, doch irgendetwas scheint die Kleinen zu irritieren. Sie verkrümeln sich wieder. Trotzdem ist Lucky sehr froh, die Fuchswelpen gesehen zu haben. Nur eins macht ihm Sorgen. Hier wohnen die Füchse und hier die Enten. Also, liebe Kinder, drückt fleißig die Daumen, dass das gut geht.